So, hallöchen Leute und herzlich willkommen zu einem wahrscheinlich, boah, ich muss hier richtig reinbrüllen ins Mikrofon, zu einem Projekt, was ich heute gestartet habe, und zwar das Ganze nennt sich 1187 und ich muss gerade eben hier mal ein bisschen, boah, das hat so eine geniale Intro-Musik. Aber Settings muss ich ein bisschen umstellen. Texturendetails, ja, das passt soweit alles. Na komm, machen wir mal bilinear. Und bitte nur Blumeneffekte, weil HDR, da verreißt meine Festplatte, Leute. Nicht meine Festplatte, aber mein PC. So, gut, dann starten wir mal. Act fast when talking on the Vortig. When take. So. Was? Vortigons sind wieder unsere Feinde? Das trifft sich ja gut. Ich konnte die nie wirklich leiden. Mit ihren kleinen T-Rex-Beinen davor, Händen da vorne. Ich meine, to the creep. Ha! So, ja, während das jetzt lädt, werde ich euch wahrscheinlich mal einige Fragen beantworten. Und zwar, warum zum Teufel nehme ich jetzt wieder auf meinen Main-Account auf, also auf meinen hier Haupt- in Anführungszeichen Account. Das hat folgenden Grund, und zwar ja, mein eigentlicher Let's Play Channel ist nicht so gut gelaufen, wie ich es mir eigentlich erhofft habe, und deswegen habe ich jetzt einfach mal hier wieder meinen alten Channel zum Let's Play Channel umfunktioniert. Und ich hoffe, es läuft gut, und außerdem werde ich nicht mehr so extrem große Spiele in Angriff nehmen, weil, sorry, wenn das jetzt so laut ist, weil, das ist einfach nichts für mich, würde ich mal sagen, so ein extrem langes Let's Play zu machen. Deswegen mag ich auch die Dings, die Dingsbumses, die Minecraft-Episoden viel mehr, weil man einfach sagen kann, ja, hier ist jetzt Schluss. Ja, ich hoffe, das hat euch so einiges beantwortet. Und die Mod, muss ich übrigens sagen, die hat extreme Performance-Probleme. Ich hoffe, dass es jetzt mal einigermaßen flüssig läuft, und ich glaube, ich habe auch schon den ersten Bug entdeckt, und deswegen rage ich hier jetzt gleich mal raus. Super. Also bitte. Oh, ich könnte die Programmierer jetzt schon wieder an die Wand klatschen. Ja, komm, ich lade mal hier so ein. Also mal ganz. Mal ganz ehrlich, wer schon sowas hier als Bug praktisch. Und es ist schon wieder passiert. Ich glaube einfach nicht, wie schlecht die Programmierer ab und zu manchmal überlegen über ihre Mods. Also sowas darf eigentlich nicht passen. Weil das einfach. Das sowas ist ärgerlich, sowas muss nicht sein. Und das gehört sich auch wirklich nicht. Das ist einfach nur schlechtes Map-Testing, und da könnte ich ausrasten zum Teil, weil man hat es an solchen Spielen wie zum Beispiel Gothic 3 gesehen, was eigentlich ein super geiles Spiel wäre, wäre es nicht so extrem verbuggt gewesen. Und deswegen ist das Spiel eigentlich auch nicht so wirklich toll gewesen. Allgemein, es gibt manche Spieleprogramme, bei denen könnte ich wirklich ausrasten. Und zwar unterstützen sie die Fanbase-Community gar nicht so. Also, die Unterstützung der Community, die unterstützen die gar nicht. Das ist einfach null. Das ist sowas, ist einfach mies. Also ich meine, bestes Beispiel wieder die netten Entwickler, Programmierer von Gothic 4, sage ich schon, von Gothic 3. Die haben nämlich bei der Programmierung irgendwann mal gesagt, nee, wir haben keinen Bock mehr auf Bugfixes, wir haben schon Leute beim Psychiater, deswegen machen wir jetzt keine Bugfixes mehr. Und ja, Community ist uns scheißegal. Wir sagen einfach trotzdem, wir machen keine Bugfixes mehr. Wir lassen. Scheiß Fasted Grabs. Wir lassen der Community einfach mal total verbuggtes Spielzeug.
und es ist so viel heller als in der ersten Aufnahme. Ja, ich habe das Spiel mal wieder ein bisschen Probe gespielt, in Anführungszeichen. Und was dabei rausgekommen ist, war Gelege aus der Hölle. Das war wirklich schlimm. Und bis hier bin ich hergekommen und bis hier wirklich, es ist ein erbitterter Kampf, um so, um es mal wirklich auszudrücken. Es ist wirklich extrem schlimm, vor allem wegen dieser einen Stelle, weil das scheint mir einfach nur extrem schwer und unnötig und total kacke und sowas ist frustrierend. Ich meine, wenn man guckt, genau das macht das Spiel so frustrierend. Es sind einfach Sachen, was wirklich nicht sein müsste. Aber die Models sind schön. Und man kann reinzoomen. Was irgendwie ein bisschen peinlich schief gegangen ist. Oh ne, passt doch mit denen. Okay, die haben die View-Angle extrem angepasst. Wow! Ich sehe schon, dass der wieder aufstehen wird. Na? Und ich höre schon wieder so einen ekligen giftwerfenden Zombie. Eigentlich werfen die gar nicht mit Gift, sondern werfen nur Headcrabs mit Gift. Oh, Pistolenmunition. Ich hab total vergessen, dass es hier unter was unter elektronischen Dings da, wo es da steht. Komme ich jetzt? Ich komme hier nicht mehr raus. Okay. Wenn wir hier jetzt gleich wieder so eine. Oh, es ist einfach umgefallen. Wie viele Kugeln hält der Kollege bitte schon aus? Also, ich habe ein ganzes Magazin in ihn reingeschossen und er ist nicht umgefallen. Er ist einfach stehen geblieben. Oh, herrlich. Wie ich sowas liebe. Da kommt schon voll rum. Ich schätze, da muss ich dann einfach durchrennen oder so. Nein, es geht nicht. Wow, das Ding ist wirklich. Ich glaube, das ist wirklich kugelsicher. Oh mein Gott, wie schlimm ist das? Also, da hat sich der Programmierer entweder extrem fail in der Kalkulation mit diesen Kugeln erlaubt oder. Er hat vergessen, den Schaden hochzustellen und tot. Gut wie tot. Ah, ich war nur so gut wie tot. Tada! Also, dieser Mod ist nicht leicht. So viel sei gesagt. Falls ihr ihn selbst anspielen wollt. Okay, Sekunde mal. Es geht wirklich nicht so weiter. Da muss ich wirklich auf einfach stellen. Also ich habe keinen Bock, hier fünfmal diesen Mod zu starten. Und man hat uns ja gesagt, man soll, wenn man mit Vortigons in Kontakt treten, dann sollte man schnell reagieren. Und ich finde die Draw-Animation von dem Ding einfach so geil. Soll ich jetzt auf das Ding schießen oder was? Werde ich auch gleich sehen, wenn ich tot bin. Falls dies der Fall sein sollte. Was ich aber eher weniger glaube. Hoffe ich zumindest. Mal schauen. Und mein Game ist gefreezed und jetzt ist wieder entfreezed. Seltsam. Jetzt läuft's wieder. Mit 30 Frames. 40. 35. Passt. Kriege ich ein Bild? Könnten wir ein Bild haben, Regie? Regie, ich warte immer noch auf mein Bild. Super. Ah. We serve the same mysteries. Och, halt die Backen, Mann. Our life
Es wird alles. Alles bin dann wieder. Dann wieder. Hast du jetzt? Expected this much. Wow! Whoa, what the? Where the heck did you come from? I didn't see you there just now. I thought this building was deserted. Well, it doesn't matter. I'm just lucky I remember you. The name's John, and I'm just passing through here. I could really use your help. Are there any other survivors in there? I'm just... What the hell was that? Oh, ja, renn weg! Oh, this is not good! Freaking car just broke through the tunnel gate! I gotta get the hell out of here! The zombies will be up here any minute! Shit, this door's locked! Can you unlock it from your side? Damn it! Okay, I gotta think. Shit. Oh, I think I saw another way to get inside back there. Scheiße. You go on ahead, and I'll meet you inside. Oh crap, I gotta get out of here. You and me, man, we gotta stick together. Wie wär's mit einer Antwort namens Nein? Oh, eine Schrotflinte. Wo auch immer die jetzt gerade herkam. Mysteriös ist auch die Waffenauswahl. Weil irgendwie stimmen hier die Beins gar nicht mehr. Naja, auf jeden Fall ist es cool. Wo sollen mich... Wo sollen sie... Keine Ahnung. Ich glaube, hier bin ich ungefähr richtig. Nee. So. Yo, hier bin ich richtig. There's no way in hell we're going back there. There's just too many of them. Wartet mal. Ich muss das Alternate HUD ausschalten. Und das kann ich nicht spielen. I'm lucky I managed to get past just to get here. You live in this building, right? Mind if I take a rest at your place? Nein. Müssen wir den Typen jetzt auch noch hier reinschleppen? Na super. Ich wette, wenn wir jetzt unsere eigene Tür aufmachen, dann ist irgendwas hier nicht in Ordnung. Aber naja, egal. Nice place you got here, man. I can see why you stayed out here so long. Mind if I turn on the TV? Mach mue. Good evening, I'm Barit Shows with breaking news. What the? Kann die nicht mal verstehen. Wartet mal eine Sekunde. Vielleicht liegt es an meinen Settings. Wenn ja, dann tut es mir leid, dass ihr das gerade verpasst habt. Die Untertitel mache ich mal auf Dialoge. Are you seeing this? Wow. I didn't see the portal that big. Ein Portal. Ich hoffe nur, dass mein Audio jetzt laut genug ist. Ich nehme nämlich wieder mit einem anderen Programm auf, namens Number 23 Recorder. Die Anzeige darauf lässt vermuten, dass ich extrem leise bin. Deswegen muss ich mich wahrscheinlich nachher extrem laut machen. Und deswegen werden wir wahrscheinlich auch nachher Rauschen haben. What the fuck? Wow. Was? Noch einer? Lol. Waren das jetzt alle? Shit, dude. What the hell was that? I've never seen creatures like that before. Oh man.
Also, bis zum nächsten Mal, Leute. Bis dann, ne? Tschö und tschö.